Schönen guten Tag, mein Name ist Dirk von Gehlen und im Programm haben Sie gesehen, dass ich Ihnen jemand mitgebracht habe. Das sehen Sie da schon an den Augen, das ist das Gesicht des Shruggy. Und den Shruggy habe ich mitgebracht, weil ich mich fast nicht traue, vor Ihnen zu sprechen. Ich bin weder Jurist, noch habe ich Ahnung von Zugang zum kulturellen Erbe, noch bin ich Archivar, noch habe ich sonst größere Bildung, ich bin einfach nur Journalist. Und möchte Ihnen eine Idee mit Ihnen teilen. Und der Shruggy hilft mir dabei ein bisschen. Das ist der Shruggy in Aktion. Das ist ein Emoticon, das in der Mitte ist ein Schriftzeichen aus dem japanischen Katakana-Alphabet. Und diese 12 Zeichen bedeuten nichts, wenn man sie versucht, semantisch zu verstehen. Sie sind eine Ausgeburt aus dem Internet, weil im Internet irgendwann mal Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Menschen angefangen haben, Emoticons zusammenzusetzen, die eigentlich nicht das bedeuten, was wir mal in der Schule gelernt haben. Also Semikolon, Bindestrich, Klammer zu, ist nicht so fröhlich, wenn Sie es aussprechen, als wenn Sie es irgendwo sehen. Das da ist ein Emoticon, das, und das habe ich mir aus dem Internet geliehen, über das mal jemand gesagt hat, das sei der perfekte Zustand, der Default-Modus, um im Internet zu sein. Also die Grundhaltung für eine digitalisierte Gesellschaft. Und deswegen habe ich den Shruggy mitgebracht, weil wir heute über Pragmatismus reden möchten. Und der Shruggy ist sowas wie ein Ratgeber, der mir hilft, mit Ihnen gemeinsam ein, zwei Ideen zu entwickeln. Weil das vielleicht auch ein Zugang zu Pragmatismus ist, dass nicht einer auf der Bühne steht und erklärt, wie es geht. Paul Klimpel hat es gerade wunderschön zu Ende gebracht oder in seiner Rede am Ende zusammengefasst. Der perfekte Plan wird nicht kommen und Sie brauchen auch nicht glauben, nur weil hier so ein Podium ist, dass den irgendjemand von so einem Podium sagen wird. Wir werden den perfekten Plan nur selber herausfinden und der Shruggy ist uns dabei vielleicht eine Hilfe. Das sind zwei Wikipedia-Screenshots, die ich Ihnen mitgebracht habe, als Ausweis dafür, dass dieser Denker, der uns heute begleitet, nicht ganz im luftleeren Raum ist. Der hat zwei Opas sozusagen, zwei ältere Herren, die Referenz für ihn sind. Das ist auf der einen Seite Karl Popper, der ist wahrscheinlich ein bisschen bekannter als auf der anderen Seite William James, der den philosophischen Pragmatismus begründet hat. Ein, heute würde man wahrscheinlich sagen, Geek oder Nerd, der in Harvard gelehrt hat und sozusagen die einzige oder eine der wenigen Denkschulen aus Amerika geprägt hat, den philosophischen Pragmatismus, und der sehr viele Sachen ausprobiert hat und Sachen gemacht hat, die man vielleicht heute auch machen würde, weil man im Digitalen vielleicht den großen Plan, das große Theorem so nicht hat. William James ist eine sehr spannende Figur. Kommen später vielleicht nochmal auf den, wenn Sie was über den finden oder in Ihren Archiven haben. Ich fand den wahnsinnig interessant. Da gibt es so ganz interessante Geschichten über Drogenexperimente und so. Also der muss ein sehr lustiger Typ gewesen sein. Diese beiden Referenzpunkte kulminieren in dem, was ich das Shruggy-Prinzip nenne. Und wenn ich Ihnen, ich habe gesehen, wir haben einen Hashtag, die Arbeit erleichtern sollte, zu sagen, was möchte ich Ihnen in den nächsten paar Minuten mit Ihnen erarbeiten, dann würde ich sagen, das ist die Grundidee. Die Grundidee ist, Überforderung ist kein Problem, sondern der Default-Modus unserer Zeit, oder um es in einem von mir urheberrechtlich nicht 100% geklärten animierten GIF auf dem Internet zu sagen, deal with it. Wir werden lernen müssen, damit umzugehen, dass wir überfordert sind von der Gegenwart, dass wir überfordert sind von der Frage, wie das eigentlich gehen soll. Dass die Frage, wie wir die Gegenwart gestalten, wie wir uns beteiligen wollen, nicht vollumfänglich mit einer einfachen Antwort zu beantworten ist. Das klingt jetzt vielleicht logisch. Unsere Zeit ist davon geprägt, dass es jede Menge Menschen gibt, die sehr wohl glauben, dass es mit einfachen Antworten Lösungen gäbe. Die sehr wohl meinen, dass es sehr viel leichter wäre, wenn einfach nur alle Ausländer das Land verlassen würden. Oder wenn wir zurück in die D-Mark zurückkehren. Oder wenn wir, da sieht man, dass es tatsächlich auch sehr viel komplizierter ist, einfach nur die EU verlassen würden. Sieht man, dass das in Großbritannien als Plan wahnsinnig tolle Idee vielleicht sein mag in der Umsetzung, aber sehr viel komplizierter sich darstellt. Christoph Kuklik, Chefredakteur von Geo, hat es in seinem Buch Die singuläre Gesellschaft, sehr empfehlenswertes Wort, Buch, in dem schönen deutschen 35 Zeichen langen Wort Überforderungsbewältigungskompetenz zusammengefasst. Das ist das, was vielleicht eine gegenwärtige Haltung auszeichnet, dass man nicht die Gegenwart einfach einordnet in das Bild, das man hat, sondern dass man eine Fähigkeit erlernt, die nicht sagt, alles ganz einfach, macht nur das, dann klappt es schon, sondern versucht mit dieser Überforderung
bewältigend umzugehen. Überforderungsbewältigungskompetenz kann man fast nicht international übersetzen, es sei denn, man leiht sich den Shruggy aus. Ich glaube, dass das schulterzuckende, menschlich fröhliche Lachen des Shruggy genau das ausdrückt. Und um Ihnen das möglichst kompliziert zu machen, eine wissenschaftliche Tagung ist, habe ich mir gedacht, mache ich eine wissenschaftliche Folie in meinen Vortrag rein, wo man nichts drauf lesen kann. Es sind 12 Punkte, die Ihnen der Shruggy mitgebracht hat oder die ich mit dem Shruggy mitgebracht habe. Das sind 12 Dinge, die gehen wir jetzt gemeinsam durch, die kulturpragmatische Menschen tun. Also Menschen, wir haben den Begriff des Pragmatismus schon mehrfach gehört, Menschen, die sich einer pragmatischen Lebenshaltung verschrieben haben. Das sind 12 Dinge, die gehen wir jetzt gleich gemeinsam durch. Ich sage Ihnen noch vorab, warum ich die mit Ihnen durchgehe. Das habe ich nämlich gerade vergessen. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt das Pragmatismusprinzip. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich eingeladen wurde, zu dem Thema heute, zum Thema Pragmatismus zu sprechen. Da ist der Shruggy vorne drauf und der Shruggy hat sich da auch geäußert, hat da ein Vorwort beigesteuert. Das ist urheberrechtlich sehr spannend, noch herauszufinden, wem das gehört. Er hat es durch mich geschrieben. Das fände ich interessant. Da vielleicht gibt es später noch Juristen, die Lust haben, das mit mir zu diskutieren. Und in diesem Buch versuche ich eine Haltung zu beschreiben, die ich eben durch den Shruggy beschreibe. Und ich möchte jetzt mit Ihnen aus diesem Buch sozusagen ein paar Ideen mitnehmen, die Ihnen vielleicht an der einen oder anderen Stelle, Paul hat es gerade gesagt, Mut machen. Weil ich glaube, dass ein ganz zentraler Punkt darin besteht, dass wir uns herausnehmen, Sachen zu gestalten. Und das möchte ich als Vorbemerkung, bevor wir diese 12 Punkte durchgehen, kurz noch da lassen. Es gibt eine Menge Menschen von allen Seiten, die uns das Gefühl vermitteln wollen, dass das Gestalten und dass das Beteiligen eigentlich gar nicht notwendig sei, weil es sowohl aus der optimistischen als auch aus der pessimistischen Sicht ja gar nicht notwendig sei, weil es ja entweder alles super oder alles sowieso katastrophal wird. Das ist, glaube ich, die schlimmste Form von Zugang verwehren, dass man Menschen das Gefühl gibt, dass Teilhabe keine Rolle mehr spielt. Und das, was ich mit diesen 12 Punkten jetzt mit Ihnen gemeinsam erarbeiten möchte, ist, Grundgefühl, dass trotz der Größe der Aufgabe, trotz der Überforderung, die sich aus der Aufgabe ergibt, es vielleicht sich lohnt, sich zu beteiligen und mitzumachen. Und hier gibt es Leute, die das tun. 12 von denen, 12 Ideen, wie Leute sich beteiligen, habe ich Ihnen mitgebracht. Der erste Punkt, an dem Sie einen kulturpragmatischen Menschen erkennen, ich erkläre Ihnen gleich, was ich mit Kulturpragmatismus im Kern meine, ist die Grundhaltung zur Gegenwart. Kulturpragmatische Menschen hadern nicht mit der Gegenwart. Klingt jetzt für Sie sehr einfach. Ich habe aber eine Menge Menschen in meinem persönlichen Umfeld und auch in der medialen Debatte erlebt, die sehr stark mit der Gegenwart hadern und der Meinung sind, dass es irgendwie früher dann doch besser war. Also man sagt das so nicht laut, aber gefühlt ist es dann doch so. Das war doch einfacher. Die Menschen konnten sich doch besser konzentrieren früher. Die haben doch nicht so viel auf die Handys geschaut und so. Und es war doch irgendwie alles besser, denkt man so. Vielleicht denken Sie das nicht, aber ich fordere Sie heraus, sich zu überlegen, auf welcher Seite Sie stehen, indem Sie sich die Frage stellen, kann es eigentlich noch besser werden? Und das ist eine sehr einfache Frage, die Sie in Institutionen, in Redaktionen, in Verlagen, in Bundeskabinetten einfach den Menschen mal stellen können. Ob Sie tatsächlich in Ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, dass es besser wird, oder ob Sie in Ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, dass das, was Sie als das Beste empfunden haben, einfach nur sehr gut bewahrt wird. Es gibt eine ganze Kategorie von Menschen, die tatsächlich ihre Lebensenergie daraus speisen, dass sie der Meinung sind, die 90er Jahre seien eigentlich kulturell das zentrale Jahrzehnt gewesen und das müsse man jetzt nur bewahren. Das deutsche Feuilleton ist gerade schon mal angesprochen worden. Da gibt es einige Kollegen, die genau so denken und denken, dass das sozusagen der zentrale Rahmen war. Es gibt auch in Politikredaktionen Menschen, die denken, dass rund um Gerhard Schröder und Joschka Fischer sozusagen die das zentrale Bild war. Das Komische ist, dass das zentrale Bild und die Kategorie, wo Menschen sich hinorientieren, immer mit so einem Lebensabschnitt ihrer persönlichen Biografien zusammenhängt. Also, dass die Leute immer denken, als sie zufällig gerade im Mittelpunkt ihrer Karriere war, war auch die Welt genau da. Oft ist das nicht der Fall. Aber es prägt Menschen sehr stark. Napoleon wird der Satz zugeschrieben, dass wenn sie einen Menschen verstehen wollen, es gut wäre, sich die Welt anzugucken, wie sie war, als der oder diejenige 20 Jahre alt war. Weil das ganz oft das Denken der Menschen so sehr prägt, dass sie das für eine Kategorie halten. Also für so bestimmt, dass sie sich daran orientieren. Die Menschen, die ich als Kulturpragmatiker beschreibe, die antworten auf die Frage, ob etwas noch besser werden kann, mit Ja. Sie haben eine Fähigkeit sich antrainiert, die Robert Musil mal als Möglichkeitssinn beschrieben hat. Und wenn Sie sich die Frage stellen, wo Sie in Ihrer Institution, in unserer Gesellschaft so etwas wie Möglichkeitssinn finden, dann sind Sie in Sachen Pragmatismus auf einem sehr guten Weg.
Und wenn Sie sich fragen, wo Sie das nicht finden, dann wissen Sie, wo Pragmatismus vielleicht helfen könnte. Weil ich das Gefühl habe, dass wir in vielen Bereichen genau diesen Möglichkeitssinn verlieren. Den Möglichkeitssinn, dass etwas doch anders sein könnte und dass es durch unsere Beteiligung besser oder anders werden kann. Es hängt sehr eng damit zusammen. Die zweite Fähigkeit, die kulturpragmatische Menschen auszeichnet, ist, ihre Referenz ist die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Ich habe das gerade schon mal angedeutet. Ich habe wirklich wenig Ahnung von dem, was Sie machen. Deswegen bin ich jetzt hier auf sehr dünnem Eis. Das ist ein Bild, das ich irgendwie bei der Suche in einem gemeinfreien Bilddatenbank unter dem Begriff Archiv gefunden habe. Die Frage ist nicht, wie kann ich, erinnerst du dich noch, was diese Bilder aussagen, sondern die Frage ist, wie kann die nächste Generation diese Bilder anschauen? Die Referenz ist nicht, wie es damals war, auch wenn das jetzt vielleicht ein Bild aus den 1990er Jahren war und ich mich da echt super gefühlt habe, sondern die Frage ist eigentlich, wie können denn die Kinder meiner Kinder Daten anschauen? Und diese Frage ist eine, die, ich bin da persönlich, meine persönliche Meinung, sehr froh drüber, diese Generation uns gerade sehr aggressiv oder sehr deutlich auf die Agenda gehoben hat, ist eine, die wir meiner Meinung nach viel zu selten stellen. Wenn wir über kulturelles Erbe reden, dann ist die Frage, was vererben wir eigentlich, natürlich auch eine, die mit Nachhaltigkeit und mit Umweltschutz verbunden ist. Diese Diskussion ist so ein bisschen auch deswegen weggerutscht, weil die Frage ganz oft tatsächlich in der deutschen Öffentlichkeit die Referenz der Vergangenheit ist und nicht die Referenz der Zukunft. Es gibt die große Geschichte der sogenannten Moon Speech von John F. Kennedy, der in den 60er Jahren eine Rede gehalten hat in Houston, wo er gesagt hat, er möchte gerne binnen 10 Jahren auf den Mond. Und er hat damit, jetzt kann man über die bemannte Raumfahrt nochmal gesondert diskutieren, mir geht es um das Narrativ, er hat damit eine Generation von jungen Amerikanern für eine Idee begeistert, dass man nämlich auf den Mond fliegen sollte. Und das Lustige ist, dass die Amerikaner haben das dann relativ schnell danach geschafft und auf der Bodenstation war das Durchschnittsalter der Menschen, die da gearbeitet haben, damals 26 Jahre alt. Sie können also hochrechnen, wie alt die waren, als die diese Rede gehört haben. Überlegen Sie sich mal, ob es in der deutschen oder europäischen Öffentlichkeit einen Politikertypus gibt, eine Politikerin, einen Politiker gibt, der genau so eine Idee inspirieren könnte von, wir möchten in 10 Jahren dieses Ziel erreichen. Also das Problem scheint mir nicht, dass wir nicht diese Ziele haben, mir würden da eine Menge von einfallen, die man eigentlich erreichen könnte, sondern es scheint mir, dass die Haltung dazu nicht da ist, dass man sich irgendwie in dem Publikum lächerlich macht, wenn man so eine Formulierung wählen würde und sofort als Spinner deklariert wird, weil die Referenz eben die 90er Jahre sind. Ich glaube, dass man mit den Augen von Kindern auf eine Welt gucken muss, zumal wenn es sich um eine Welt der Vergangenheit handelt, zumal wenn es sich darum handelt, eine Welt zu archivieren. Das Besondere ist, dass pragmatische Menschen nicht um Erlaubnis fragen. Es ist gerade schon mal angeklungen mit der Frage, ob man eigentlich einen Jurist dazu fragen darf, ob man irgendwas darf. Das kann ich Ihnen abkürzen. Nein, dürfen Sie nicht. Es ist so, also ich glaube, da kann man auch den Juristen bei großer Wertschätzung, die ich für Juristen habe, überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Das ist gerade ja auch schon mal erklärt worden. Wenn Sie in die Welt gehen und überlegen, Sie möchten etwas gestalten und möchten dafür aber vorher jemanden die Erlaubnis dafür eingeholt haben, dann werden Sie vermutlich nur in den Regeln bleiben, die vorher bekannt waren. Also wenn Sie vorher jemanden fragen, ob Sie auf den Mond fliegen dürfen, wird ein Jurist Ihnen vermutlich auch sagen, es ist rechtlich nicht ganz geklärt, wie die Besitzverhältnisse auf dem Mond sind. Mach's besser nicht. So. Das ist schwierig. Ich glaube, dass Lösungen in dem Punkt wichtiger sind als Regeln. Jetzt kann man da eine längere Diskussion darüber führen, welche Regeln nicht vielleicht doch wichtig sind. Aber wenn Sie versuchen wollen, eine Gestaltungsebene reinzubekommen, dann glaube ich, ist es total wichtig, sich davon zu lösen, zu glauben, irgendjemand würde Ihnen dafür jetzt eine Erlaubnis geben. Zumal in hierarchisch strukturierten Organisationen ist es so, dass ganz viele Leute in erster Linie Angst haben, was falsch zu machen. Das ist auch okay. Aber es wäre doch total toll, wenn Leute sich freuen würden, mal was richtig zu machen. Also wenn die Perspektive nicht ist, ich vermeide einen Fehler, sondern boah, wir haben eine tolle Lösung gefunden, davon erzählen wir. Ich glaube, das ist genau der Sinn dieser Tagung hier, dass man nicht nur immer versucht, den Fehler zu vermeiden. Über Fehler reden wir gleich auch nochmal. Ich habe Ihnen, weil das jetzt schon sozusagen so wissenschaftlich ist und ich habe vorher gesagt, ich bin leider nur ein Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, was zum Angucken mitgebracht, was perfekt auf den Punkt bringt, was ich das Pragmatismusprinzip nenne. Es handelt sich, den Ton brauchen wir gar nicht, es handelt sich um zwei Männer, die etwas tun, was sie vielleicht schon mal gesehen haben, vielleicht in einer anderen Weise gesehen haben.
bin froh, dass auch in Frankfurt Menschen anwesend sind, die schon mal Frisbee gespielt haben. Das sind zwei Männer, die angeblich an der kroatischen Küste, ich kann die urheberrechtlichen Fragen bei diesem Film auch nicht ganz hundertprozentig klären. Der war vor 5 Jahren sehr populär in Facebook-Timelines und Menschen haben den sehr begeistert geteilt. Und ich habe mal eine Zeit für die Süddeutsche über Internet-Memes geblockt und habe auch über diesen Film geschrieben und habe den mit großer Begeisterung angeschaut. Und irgendwann nach dem, weiß ich nicht, 300. Anschauen, habe ich festgestellt, eigentlich ist das die perfekte Gesellschaftsmetapher. Diese zwei Herren da, das sind Sie. Das sind wir im Umgang mit dem Internet. Und zwar in der besten aller möglichen Formen. Also ich möchte mich nicht über die beiden lustig machen. Diese zwei Leute zeichnen sich dadurch aus, dass sie Kulturpragmatiker durch und durch sind. Die suchen nämlich nicht nach dem Masterplan. Sie können sich ja selber mal überlegen, sie haben noch nie eine Frisbee-Scheibe in der Hand gehabt. Sie bekommen jetzt diese Frisbee-Scheibe, wie Sie damit umgehen würden. Also würden Sie als erstes zu einem Juristen gehen und fragen, darf ich damit spielen? Oder gehen Sie zu Ihrer IT und fragen, wie geht das eigentlich richtig? Oder probieren Sie es aus. Die zwei Leute sind deswegen so faszinierend, weil sie sich einfach ins Wasser stellen und es ausprobieren. Es gibt ganz sicher dann auch welche, die drumherum stehen und sagen, das ist total gefährlich mit diesen Frisbee-Scheiben. Wenn du zu viel Zeit mit der Frisbee verbringst, dann schrumpft dein Gehirn. Diese berühmte Frisbee-Demenz, wir wissen alle, das ist echt gefährlich, da müssen Sie aufpassen. Dieses Bild ist deswegen so schön, weil es befreit ist von dieser ganzen, jetzt hätte ich fast Rechthaberei gesagt, von diesem Ganzen, dass wenn etwas Neues auf die Welt kommt, alle eigentlich immer nur sagen wollen, was sie dazu meinen und nicht, was sich da jetzt eigentlich gerade tut. Ich finde dieses Bild deswegen schön, weil es für mich die Haltung, die ich Kulturpragmatismus nenne, begründet. Ich glaube, wir lernen nur dann Dinge dazu, wenn wir bereit sind, sie erst zu verstehen oder zumindest den Versuch zu machen, sie zu verstehen und sie dann zu bewerten. Das ist so eine, vielleicht ist sie auch sozusagen eine besonders deutsche Eigenschaft, dass wir besonders gerne der Welt sagen wollen, wie wir Sachen finden. Also Google führt ein neues Feature ein in Google Maps und wir sind der Meinung, dass wir jetzt als erstes mal darüber diskutieren müssen, wie wir das einzeln alle finden. Dabei stellt man dann fest, dass 2, 3 im Raum es vielleicht schon verstanden haben, die anderen aber tatsächlich noch so auf einer Oberfläche eigentlich sind und sozusagen nur ihre persönliche Meinung ausdiskutieren. Also das Verstehen, der Versuch etwas zu verstehen, der ist deswegen so schwierig, weil er in unserem Kopf etwas auslöst, was wir meiner Meinung nach viel mehr trainieren müssen, nämlich Verstörung. Hirnforscher sagen, dass es unser Gehirn ganz ungern mag, wenn etwas irgendwie nicht in so Muster passt, die wir uns geprägt haben. Und wenn was Neues auf die Welt kommt, passiert dann ganz oft, dass das unser Gehirn verstört. Und das Gehirn möchte gerne wieder so einen einfachen Zustand, wo man das wieder gut erklären und verstehen kann. Deswegen gibt es dann Menschen, die sagen, ja, das haben wir alles schon mal gemacht. In den 70er Jahren hatten wir genau das, es funktioniert genau so. Gar keine Aufregung geboten, kriegen wir schon hin. Nein, ich glaube, dass diese Verstörung und mindestens für 24 Stunden verstört zu sein von etwas auch eine große Voraussetzung ist, sich einzulassen darauf, dass etwas vielleicht anders ist, dass Gesellschaft sich verändert. Das ist der Kern von Gesellschaft, das ist die Idee von Kultur, dass sie sich weiterentwickelt. Dass wir Fehler machen, es ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen, dass wir das aber auf eine Art und Weise tun, die ich als strategisches Scheitern bezeichnen würde. Kevin Kelly hat mal gesagt, machen Sie jeden Tag einen Fehler, aber jeden Tag einen neuen. Also es hilft Ihnen überhaupt nichts, wenn die Abteilung B den Fehler, den Abteilung A gemacht hat, jetzt auch nochmal macht und dann sagen Sie, ja, auf so einer Konferenz, wir machen doch Fehlerkultur. Fehlerkultur heißt, dass Sie über Ihre Fehler auch reden und andere daran teilhaben lassen, dass Sie diesen Fehler nicht nochmal machen. Daran erkennen Sie übrigens, ob Sie in einer Organisation arbeiten, die für Fehlerkultur offen ist, ob der oder diejenige, die einen Fehler gemacht hat, es gibt immer 2 Wege, entweder man vertuscht den oder schiebt den jemand anders in die Schuhe oder hofft, dass es nicht auffällt, das ist eine klassische Fehlerkultur des 20. Jahrhunderts, oder es gibt jemanden, der das laut sagt und sagt, wir haben das ausprobiert, ist total in die Hose gegangen, da ist richtig viel Geld verbrannt worden, aber wisst ihr, was das Gute ist, ich erzähle es euch jetzt, ihr müsst es nicht nochmal verbrennen, das Geld. Das ist ein Riesenunterschied und es hat nur mit der Kultur zu tun, ob es möglich ist, das in einem Unternehmen, in einer Organisation zu sagen oder nicht. Der zweite Teil spart übrigens wahnsinnig viel Geld, auch wenn man denkt, man würde da über Verbrennen von Geld reden. Das nenne ich Kulturpragmatismus und Kulturpragmatismus zeichnet sich auch dadurch aus, dass er sehr digital geprägt ist. Wir reden immer über Digitalisierung. Ich will Ihnen mal ein paar Sachen zeigen, die meiner Meinung nach Digitalisierung ausmachen. Ein Punkt ist, digital kulturpragmatisch denkende Menschen betrachten die Welt aus der Perspektive der Nutzer. Das ist eine Konzerthalle. Ich kann das auch an mir selber illustrieren. Wenn ich diese Hand hochhalte, dann ist die für mich rechts. Für Sie ist die aber nicht rechts. So, das ist logisch. Und das ist schon die erste Form von Reflexionsebene, die man aufbringen muss, wenn man jetzt ein Museum betreibt oder in der Bibliothek, dass die allerwenigsten Menschen in einer Bibliothek am Eingang sitzen
und die Tür auf und zu machen. Die allermeisten Menschen gehen in die Bibliothek rein. Das ist die Nutzerperspektive. Das Digitale ermöglicht es, dass wir die Welt aus der Perspektive derjenigen betrachten können, die unsere Angebote benutzen. Man kann das vergleichen mit einem Hotelier, der in der Lage ist, in seinem eigenen Hotelbett zu schlafen. Versuchen Sie mal, Ihre Angebote, das, was Sie zugänglich machen wollen, selber da reinzugehen. Wenn Sie hier unten reingehen, ich weiß nicht, ob Sie das auch gerade durch diese Drehtür gemacht haben, die sieht wahnsinnig toll aus, wenn auf einen Schlag 10 Leute kommen, stehen Leute da so dahinter. Fällt auf, wenn auf einen Schlag 10 Leute kommen, sonst fällt es nicht auf, wenn man sagt, ah, der Architekt hat sich das schön ausgedacht. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass das eine schlecht oder gut ist, aber das fällt nur auf, wenn man das macht. Aus der Perspektive des Nutzers etwas anzugucken, da gibt es ein Wort dafür, das heißt, nennt man User-Centric Design, also eine Entwicklung aus der Perspektive desjenigen, den man erreichen möchte. Jetzt bin ich schon mal in so einer ähnlichen Veranstaltung gewesen bei Institutionen, die sagen, ja, das ist ja was für kommerziell denkende Unternehmen. Kommerziell denkende Unternehmen müssen aus der Perspektive des Nutzers denken. Wir sind ja ein Unternehmen, wir sind ja der Allgemeinheit verpflichtet. Ich sagen würde ja, genau das ist ja, die Allgemeinheit besteht ja eigentlich aus Nutzern, aber egal. Wir müssen nicht kommerziell uns so optimieren, wie ihr das jetzt bei der Süddeutschen müsst oder andere Unternehmen. Das stimmt auf die andere Art muss man aber natürlich sagen, gerade wenn man das nicht verpflichtend ein Produkt verkaufen muss, wenn man nicht verpflichtend darauf angewiesen ist, dass die Existenz daran hängt, dass Leute da mitmachen, umso toller ist es doch, den Nutzern ein angenehmes Erlebnis zu schaffen. Umso toller ist es doch, Zugänglichkeit zu schaffen. Umso toller ist es doch, möglichst viele Leute zu erreichen, selbst wenn das nicht das primäre Ziel ist. Aus der Perspektive des Nutzers zu denken, heißt, den Nutzern ein Problem darzustellen. Das ist, war mal ein schönes Emoji vorher. Das ist jetzt sozusagen die urheberrechtliche Übertragung von zwei Emojis, die ich Ihnen mitgebracht habe, weil ich daran Ihnen etwas illustrieren möchte, was Sie bestimmt auch schon mal gehört haben. Wir sollen uns an Nutzerbedürfnissen orientieren. Also wenn Sie eine digitale Agentur ins Haus holen oder irgendjemand auftaucht, der wird dann sagen, ja, wir müssen ein User-Need in den Mittelpunkt stellen. Und dann gibt es aber klassische Organisationen. Mein Haus, ich arbeite bei der Süddeutschen, ist davor auch nicht gefeit, dass man eine kulturelle Leistung erbringt, dass man nämlich das, was man gerne machen will, als Nutzerbedürfnis umdreht. Also man sagt, ja, wir können sehr gut lange Feuilleton-Texte schreiben. Das ist ein totales Bedürfnis in der Gesellschaft, dass die Menschen wollen viel mehr lange Feuilleton-Texte lesen. Das passt ja perfekt. So. Kennen Sie vielleicht auch, Sie haben eine super Ausstellung schon konzipiert, dann kommt dieser Digital-Heini, da müssen Sie eigentlich nur überlegen, wie bringen Sie das jetzt zusammen. Also sagen Sie einfach, ich glaube, die Gesellschaft hat genau das Bedürfnis, meine Sachen jetzt zu sehen. So. Das kann man so machen, ist dann wahrscheinlich eher Kunst und nicht zwingend die Form von einer Öffentlichkeit zu erreichen. Und das illustriere ich immer an diesen beiden, sonst nochmal anders darzustellen, aber das Prinzip ist klar. Stellen Sie sich mal vor, Sie betreiben eine Lokalität, ein Restaurant, eine Kneipe, einen Club, was auch immer, und Sie drehen mal das Geschäftsmodell klassischer Gastronomie auf den Kopf. Klassische Gastronomie funktioniert so, Sie bezahlen für die Getränke und die Toilette ist im Service inkludiert, meistens. Also vielleicht geben Sie dem Mann oder der Dame an der Toilette noch Geld, ein Kleingeld legen Sie noch rein, aber eigentlich ist das sozusagen Bestandteil der gastronomischen Leistung. Ist eigentlich auch für kulturelles Erbe bewahren, fällt mir jetzt spontan ein, eine schöne Illustration zu sammeln, wie Restaurants darauf hinweisen, dass nur Gäste dort auf die Toilette gehen dürfen. Kennen Sie diese Schilder? Die müsste man mal archivieren, finde ich gut. Egal, also jetzt lenke ich kurz von dem ab, worüber ich mit Ihnen reden wollte. Jetzt drehen Sie das Geschäftsmodell um und das Geschäftsmodell funktioniert in Ihrer Gastronomie so, dass die Getränke umsonst sind. Die Leute dürfen nur nach 3 Stunden erst den Raum wieder verlassen. So, Sie können sich selber vorstellen, wie es Ihnen nach einer halben Stunde geht. Dann kommen Sie an die Toilette und da fängt dann das Geschäftsmodell an zu greifen, weil das auf einem Nutzerbedürfnis beruht. Sie können nämlich sagen, ja, Getränke sind hier weiterhin umsonst. Die Benutzung dieser Toilette kostet jetzt nur 20 Euro. Und wenn Sie das einführen, dann haben Sie die Möglichkeit, das nachzuempfinden, was ein Nutzerbedürfnis ist. Das ist nämlich nicht einen langen Feuilleton-Text lesen zu wollen, weil ich gerne einen schreiben möchte, sondern ein Problem zu lösen. Und gute, digital geprägte Institutionen, Organisationen, Angebote basieren auf der Idee, dass ein Nutzerbedürfnis befriedigt wird. Und das kann mit Auffindbarkeit im Netz zu tun haben, es kann mit ganz vielen Dingen zu tun haben. In dieser Weise zu denken, ist ein wichtiger Punkt. Die Idee, die dahinter steckt, viele, die ich kenne, die so, wie ich Kulturpragmatismus verstehe, denken, beziehen sich auf diese Ideen des Design Thinkings. Das muss man nicht eins zu eins tun. Sie kennen diese Ideen vielleicht, dass man anfängt, Nutzerbedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist schon so eine eigene, fast esoterisch anmutende Denkschule geworden. Das Wichtige daran ist, dass man anfängt, aus einer anderen Perspektive zu schauen. Der 7. Punkt. Was zeichnet kulturpragmatisch denkende Menschen aus? Sie warten nicht auf die perfekten Umstände.
Und das sage ich besonders gerne, wenn ich in Kulturinstitutionen da bin, die immer sagen, ja, wir würden auch voll gerne was machen, aber bei uns fehlt es ja am grundsätzlichsten. Wir haben das schon nicht und das nicht und wir haben überhaupt gar kein Budget fürs nächste Jahr und deswegen brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und damit will ich nicht sagen, dass der erste Teil falsch ist, was die Leute sagen. Das stimmt immer und es ist immer zu wenig Geld da. Also ich habe noch nie eine Kulturinstitution gesehen, wo ich hingekommen bin und jemand gesagt hat, bei uns ist total super, wir haben viel zu viel Geld fürs Digitale bekommen. Bei uns läuft es echt total gut, aber sagen Sie es nicht laut. So, also das ist das Erste. Das Zweite ist, ich verrate den Leuten dann immer ein Geheimnis, Google hatte auch kein Budget, als die angefangen haben, Google zu gründen. Microsoft, Amazon, diese berühmten Garagen, da muss man jetzt nicht eins zu eins das nachmachen, aber diese Garage war ja nicht mit einem perfekten Plan fürs nächste Jahr oder vielleicht die nächsten 5 ausgestattet. Also war ja nicht so, dass die gesagt haben, es läuft schon super bei uns, weil wir haben hier diese 5-Jahres-Finanzierung schon durch. Das können wir auf jeden Fall sicher gehen, dass die Infrastruktur da ist. Ich möchte Ihnen nicht ausreden, dass Sie um Ihre Budgets kämpfen. Ich möchte Ihnen nicht ausreden, dass Sie dafür sorgen, dass Sie eine gute Ausstattung haben. Aber bitte hören Sie auf, das als Entschuldigung dafür zu nehmen, sich zu bewegen. Es ist ganz oft möglich, mit dem, was Sie schon haben, was Sie selber gar nicht mehr als Budget wahrnehmen, Sachen auszuprobieren. Und das müssen keine Sachen sein, die sofort das gesamte Problem der Deutschen Nationalbibliothek lösen. Ich hoffe, die Deutsche Nationalbibliothek hat kein Problem, aber wäre es so, es muss nicht immer das große Problem sein. Es reicht tatsächlich einfach, dass man eine Lösung findet, dass man in seiner Abteilung, dass Sie in Ihrer Abteilung einfach anders zusammenarbeiten, dass Sie ein neues Prinzip ausprobieren, dass Sie anfangen, Lösungen zu finden und auf einer kleinen Iterationsstufe ein Problem lösen. Das da ist ein sehr kleiner Mann vor einer sehr großen Treppe, das sind sozusagen auch Sie, weil Sie wollen das ganze Problem lösen und die Welt wird immer komplizierter und immer komplexer und wir sind damit immer mehr überfordert. Deswegen sind digital denkende Menschen, ich zeige Ihnen gleich das Prinzip von Agilität, dazu übergegangen, in kleineren Einheiten zu arbeiten. Weil, drehen Sie das mal kurz um, wenn Sie sicher gehen wollen, dass irgendjemand Ihrer Mitarbeiter relativ schnell demotiviert ist und auf dem Weg zum Burnout, dann lassen Sie den was machen, was möglichst groß ist, und woran die oder derjenige keinen Fortschritt spürt durch sein eigenes Zutun. Das ist die Grundvoraussetzung, um möglichst desorientiert und demotiviert zu arbeiten, möglichst große Aufgaben und möglichst wenig Selbstwirksamkeit. Ich weiß nicht, ob Sie mit SAP arbeiten müssen. Ich persönlich habe immer das Gefühl, das ist genau so gebaut. So, man trägt irgendwo was ein, man weiß aber gar nicht, ob irgendwas passiert und 4 Wochen später kommt irgendjemand und sagt, da hast du übrigens einen Fehler gemacht. Sie kennen das. So. Das Gegenteil davon ist, ich habe überhaupt nichts gegen SAP, falls jemand von SAP im Raum ist, super, super Software, ist ja wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, glaube ich, und so. Egal. Versuchen Sie, ein Umfeld zu schaffen, wo Sie am Abend aus Ihrem Büro rausgehen, oder von mir aus auch mittags, und das Gefühl haben, Sie haben etwas beigetragen zur Erreichung eines Ziels. Die Grundmotivation ist, dass ich eine Aufgabe bewältigen kann. Selbstwirksamkeit zu spüren, ist viel bedeutsamer, um Menschen zu motivieren, als ein Eckbüro. Weil ein Eckbüro ist, wenn Sie den ganzen Tag im Eckbüro SAP eingeben müssen, auch total doof. Oder wenn Sie einen Firmenwagen haben, den Sie nur mit SAP steuern können, hilft auch niemand. Denken Sie in kleineren Schritten und versuchen Sie, kleinere Erfolge zu erzielen. Und Erfolg heißt nicht, dass dann alles gelöst ist. Erfolg heißt, dass Sie einen Fortschritt spüren. Sie werden auch den Klimawandel nicht alleine aufhalten. Trotzdem nützt es etwas, wenn eine Organisation sich auf den Weg begibt und irgendwas verändert. Das heißt, es hat ganz viel mit Erwartungsmanagement zu tun. Sie werden nicht alle Probleme, es wird eine super Tagung, aber Sie werden nicht alle Probleme auf dieser Tagung lösen. Wenn Sie aber mit dem Gefühl hingehen, dann wird es am Ende eine blöde Tagung gewesen sein, aber nicht wegen der Tagung, sondern wegen Ihrer Erwartung. Das können Sie lernen in einem Buch, das Eric Ries geschrieben hat, das heißt Lean Startup. Und da denkt man immer, das hat irgendwas mit Kickertischen und freiem Obst zu tun und ist in irgendeinem Loft in Berlin-Mitte. Sie sind ein Startup. Die Idee von Lean Startup ist, dass man kleine Projekte prägt und diesen kleinen Projekten nach diesem Kreis arbeitet. Das ist der Build, Measure, Learn Zirkel. Sie bauen etwas, Sie messen das und dann lernen Sie daraus. Und das ist im Kern eine zentrale Herausforderung für klassisch geprägte Organisationen zu digital denkenden Einheiten. Digital denkende Einheiten sind nämlich davon geprägt, dass sie denken, man kann immer alles weiter verändern. Ich illustriere Ihnen das mal an unserer Redaktion. Die Redaktion der Süddeutschen Zeitung ist über 75 Jahre geprägt gewesen von der Idee, dass das, was wir veröffentlichen, das Allerbeste sein muss, was wir an dem Tag hinkriegen, weil wir es danach nie mehr wieder verändern können. Also ein Druckschluss, ein auf Papier gedrucktes Produkt ist
unbarmherzig. Da können Sie nicht sagen, ach bitte, hier war noch ein Tippfehler, kann ich das noch ändern? Das ist vorbei. Sie haben es dann 1, was mal gedruckt und dann ist es durch. Das Digitale hat, und das ist, fällt uns schon gar nicht mehr auf, hat die Verflüssigung in das Produkt so reingelegt, dass ich per se immer darauf zurückgreifen kann. Das heißt aber, dass der Prozess wertschöpfend wird. Ich kann also in dem Prozess, in der Verflüssigung, einen Wert schaffen. Und der Wert kann ganz banal darin liegen, dass ich einen Fehler behebe. Das gilt jetzt sozusagen für die Kategorie eines Textes, es gilt aber auch für größere Produktzyklen. Sie können in der Konzeption eines Angebots, das Sie machen, einer Ausstellung, eines Projekts, Schlüsse ziehen und Tests fahren, also etwas bauen, daraus Schlüsse ziehen und das wieder anpassen. Im Digitalen können Sie zum Beispiel Menschen mit einer bestimmten IP-Range etwas anderes anzeigen als Menschen mit einer anderen IP-Range und dann wissen Sie nachher, was besser funktioniert für das Ziel, das Sie gerne erreichen wollen. Measurement, also Sachen zu messen, setzt immer voraus, dass Sie wissen, wofür Sie etwas messen. Diese Plattformen bieten Ihnen zu allen möglichen Sachen irgendwelche Daten an, die machen Sie wahnsinnig verrückt und irgendwann kommt der Chef rein und sagt, das französische Kulturinstitut hat aber viel mehr Fans auf Facebook, wo man sagen muss, für uns beide völlig unerheblich, ob wir Fans auf Facebook haben. Aber dann wird irgendjemand hektisch, dann wird einberufen, da gibt es eine Digitalkonferenz im Haus und dann wird überlegt, ob man diese Facebook-Fans nicht irgendwie steigern kann. Ist völlig egal, ob sie viele oder wenig Facebook-Fans haben. Ist nicht ihre, also es interessiert außer Mark Zuckerberg auch niemanden. Aber Sie machen sich sozusagen von einer Zahl abhängig. Suchen Sie sich Zahlen, die für Sie interessant sind, versuchen Sie die zu messen und dann können Sie mit den digitalen Sachen daraufhin anpassen. Das ist eine positive Verbesserung. So ein bisschen wie Fieber messen, da würde man auch nicht sagen, diese Datenerhebung, voll gefährlich. Ist eigentlich ganz gut, wenn Sie Fieber haben, Sie wissen, dass Sie vielleicht was dagegen tun können. Die Idee ist eben aus diesem Buch geklaut, Lean Startup von Eric Ries, sollten Sie unbedingt meiner Meinung nach mal reinschauen. Das hier ist die kompliziertere Variante von der Idee, kulturpragmatische Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Chefs nicht die Schlausten im Raum sind. Das basiert auf einem schönen Satz von David Weinberger, der mal gesagt hat, in der digitalen Welt ist der Raum der Schlauste im Raum. Das sage ich jetzt nur, falls Chefs da sind und denken, wieso, ich bin doch total schlau. Ja, es ändert sich auch nicht, dass sie einzeln schlau sind, aber das Netzwerk überholt sie einfach. Und diese Grundidee, das Gute ist immer, in Bibliotheken muss man das eigentlich nie jemandem erklären. Diese große Lawrence, hätte ich eigentlich am Anfang sagen müssen, hätte ich vielleicht mich einschleimen können. Kennen Sie diese große Lawrence-Lessig-Aussage, dass er gesagt hat, die Digitalisierung wird von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren gelöst? Lawrence Lessig, kennen Sie? Der hat Ende der 90er Jahre schon irgendwo gesagt, dass er glaubt, dass wenn die Digitalisierung irgendwo einen Dreh ins Gute kriegt, dann ist es in Bibliotheken. Sie sind nicht Bibliothekare, oder? Sonst müssten Sie sich doch jetzt ein bisschen mehr freuen. Okay, gut. Ach so, Sie sind welche und Sie haben zwei. Aha, verstehe. Okay, gut. Also, zum Thema die Schlausten im Raum. Das ist ein Screenshot aus einem Scrum-Arbeitsprozess. Hat jemand von Ihnen schon mal nach Scrum gearbeitet oder nach agilen Methoden? Ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, aber dass Sie so ein bisschen wissen, worum es geht. Dass der entscheidende Punkt ist, hier arbeiten interdisziplinäre Teams zusammen. Und diese interdisziplinären Teams arbeiten nach einer wenig hierarchischen Struktur. Und das führt dann dazu, dass eben dieses, gerne genommen in Verlagen, der altväterliche Verleger, der alles überschaut und dann sozusagen großmännisch reinkommt und erklärt, wo es lang geht, diese Figur hat man einfach eingespart. So, die braucht man nicht mehr. Vielleicht ist das auch die große Frage des Generationenkonflikts, den wir haben, dass Leute, die nach dem Typus denken, die Welt steuern zu wollen, so ein bisschen an ihrer Bedeutung gerade verlieren und damit kämpfen. Egal. Was hier passiert ist, dass man Teams zusammenarbeiten lässt, die in interdisziplinären Zusammenhängen arbeiten und in kleinen Einheiten, in sogenannten Sprints. Das steht da in der Mitte. Ein Sprint bei uns in den Teams wird in 2 Wochen Sprints gearbeitet. Dann nimmt man sich etwas vor, was man in 2 Wochen schaffen kann. Also es kann auch der Bestandteil von einer ganz großen Aktion sein, die man macht, 480 Jahre, weiß ich nicht, irgendwas, was Sie erarbeiten sollen. Davon machen Sie aber trotzdem in den nächsten 2 Wochen nur das, was Sie in den nächsten 2 Wochen schaffen können. Das ist ein relativ einfacher Gedanke, den verlieren wir aber immer, weil wir denken, ja Moment, wir müssen ja das große Projekt machen, die nächsten 2 Wochen. Sie haben dieses Gefühl von permanenter Überforderung. Das ist noch sinnvoller, wenn Sie einen Burnout provozieren wollen. Und das lösen Sie, wenn Sie in diesen Sprints arbeiten, weil Sie in den 2 Wochen das tun, was Sie in 2 Wochen sich etwa vornehmen können. Und dann passieren 2 Sachen, die sind bedeutsam, das steht da hinten, die Sprint Review und die Retro.
Die Sprint Review ist total wichtig für das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Sie sagen, was habe ich in 2 Wochen geschafft und zeigen das vielleicht auch einem anderen Team. Und was tatsächlich mir fast noch nie untergekommen ist und nur durch diese Form des agilen Denkens möglich ist, ist die Sprint Retro. Da setzt sich ein Team nämlich zusammen und sagt, wie war es eigentlich die letzten 2 Wochen? Also wie hat es euch gefallen, hier zu arbeiten? Was hat euch motiviert, was hat euch demotiviert? Also in guten Unternehmen findet das einmal im Jahr statt, in so einem Personalgespräch oder einem Quartalsgespräch. Aber hier findet das nach dem Sprint in dem Team statt. Das hat einen relativ großen Vorteil, weil wenn Sie ein Problem mit irgendjemandem haben, könnten Sie das nach den 2 Wochen lösen. Sie müssen nicht ein halbes Jahr warten, bis der gekündigt hat oder bis Sie kündigen. Es führt also dazu, dass Sie ein bisschen bessere Arbeitszusammenhänge haben. Das ist die Grundidee von dem, was man agile Prinzipien oder Scrum nennt. Das ist eine Methode, die aus der Softwareentwicklung kommt. Gibt es auch wahnsinnig viele Bücher drüber. Die können Sie lesen. Die Grundidee ist, hören Sie auf, wenn Sie der Chef sind, zu glauben, Sie seien der Schlauste im Raum. Versuchen Sie, Verantwortung zu delegieren. Versuchen Sie, Kompetenz dort aufzubauen, wo sie tatsächlich ist. Paul hat gerade von oberen und unteren Ebenen gesprochen. Das ist genau die Idee, wenn Sie eine App betreuen, das können Sie einfach als Chef nicht. Also entweder sind Sie ein total schlechter Chef, dann können Sie auch verstehen, wie sich die unterschiedlichen App-Stores verändern, oder Sie sind ein sehr guter Chef, dann haben Sie jemanden, der das für Sie tut. Rebecca Solnit, eine wahnsinnig tolle Autorin, die, das muss ich an der Stelle kurz erwähnen, die hat das Buch »Wenn Männer mir die Welt erklären« geschrieben. Also das ist das Buch, in dem Mansplaining das erste Mal erwähnt wurde. Ist immer ein bisschen blöd, wenn das ein Mann von einer Bühne runtersagt. Dieses Buch sollten Sie sich aber unbedingt kaufen, noch vor dem Pragmatismusprinzip, weil es ein wahnsinnig tolles und sehr beeindruckendes Buch ist. Rebecca Solnit hat 2004 über Amerika geschrieben. Und 2004 war sowas so Trump 1.0, da wurde George W. Bush gewählt. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern können. Und da waren Menschen auch etwas verwirrt. Und in diesem Buch handelt, das Buch handelt von Hoffnung. Und da schreibt sie, Hoffnung ist die Umarmung des Unbekannten und dessen, was man nicht wissen kann. Hoffnung ist die Alternative zu der Gewissheit, die Optimisten und Pessimisten gleichermaßen ausstrahlen. Und das Zitat geht noch weiter, da sagt sie, Optimisten und Pessimisten nehmen nämlich diese Gewissheit als Entschuldigung dafür, nichts zu tun. Und die Einladung, die, so habe ich Paul gerade verstanden und die möchte ich hier auch weitergeben, lassen Sie Hoffnung zu. Die Grundidee ist, dass Sie am Morgen oder am Mittag, wann Sie halt anfangen zu arbeiten, in die Arbeit gehen und es eine Rolle spielt, dass Sie sich beteiligen. Es spielt eine Rolle, dass Sie etwas mit einbringen. Versuchen Sie, diese Hoffnung zuzulassen, und gerade wenn es besonders hoffnungslos ist, ist Hoffnung wichtig. Wenn alles super ist, ist Hoffnung nicht so besonders aufwendig. 12. und letzter Punkt, den ich Ihnen mitgeben möchte. Kulturpragmatisch denkende Menschen glauben stets, dass auch das Gegenteil richtig sein könnte. Von Hans-Georg Gadamer habe ich ein Zitat gefunden, der sagt, Bildung ist die Fähigkeit, Dinge aus der Perspektive eines anderen oder einer anderen zu betrachten. Ich finde das ein ziemlich schönes Zitat, weil da mindestens 3 Sachen drinstecken. Das eine ist, dass es einen anderen Bildungsbegriff in sich trägt, als den, den Sie an vielen Schulen und Hochschulen bekommen, wo Menschen möglichst viel vermeintliches Wissen eingetrichtert werden soll. Das ist eine andere Perspektive auf Wissen, auf Bildung. Der zweite Aspekt, den ich daran interessant finde, wir leben in einer ungebildeten Gesellschaft, heißt es umgekehrt gedacht. Wenn Sie sich so eine TV-Talkshow angucken, dann treffen da Menschen aufeinander, die sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie nicht in der Lage sind, die Perspektive des anderen einzunehmen, sondern möglichst 45 Minuten lang sagen, dass sie recht haben. Das sind diese beiden Herren, die Sie da sehen, die beide auf eine Ziffer zeigen und beide aus ihrer Perspektive zu 100% recht haben. Und das Recht haben ist vermutlich die schwierigste, naja, Krankheit ist ein bisschen stark, aber die schwierigste Überzeugung, die Menschen antreibt, in einer Sache, die ihnen wirklich, wirklich wichtig ist, Recht zu behalten. Und das Tolle an einer freien Gesellschaft ist, dass es uns gestattet ist, dass wir unsere Meinung ändern dürfen. Ich habe da länger drüber nachgedacht, weil ich an einem Plakat der AfD im letzten Bundestagswahlkampf immer vorbeifahren musste. Da stand drauf, unser Land, unsere Regeln. Und es war klar, es sollte suggerieren, dass Menschen, die zuwandern, sich nicht an Regeln halten. Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was das denn eigentlich im Subtext heißt. Und meiner Meinung nach zeichnet sich dieses Land und die Regeln in diesem Land dadurch aus, dass es eine offene Gesellschaft ist und dass es uns gestattet ist, unsere Meinung zu ändern. Meinungsfreiheit heißt nicht, dass wir unsere Meinung laut sagen dürfen. Wenn es zufällig die Meinung des Herrschers ist, dürfen Sie nämlich auch in einem autokratischen System laut Ihre Meinung sagen.
Es ist also noch kein besonderer Ausdruck von einer freien Gesellschaft. Der besondere Ausdruck ist, dass ihnen zumindest das Recht zugestanden wird, die Meinung zu ändern. Und wenn sie das tun wollen oder diese Toleranz zulassen, dann müssten sie die Meinung der Gegenseite erstmal kennen. Ganz oft passiert es, dass wir in Situationen sehr genau wissen, warum wir Recht haben und alle Argumente nennen können. Die Argumente der anderen wissen wir aber nicht. Es gibt eine schöne Idee aus dem angelsächsischen Sprachraum, der ideologische Turing-Test, der sich annähert an die Idee von Alan Turing. Der Turing-Test im Original sagt, wenn ein Computer in der Lage ist, zu suggerieren, er sei ein Mensch, dann gilt der Turing-Test als bestanden. Und der ideologische Turing-Test sagt, bevor wir eine Diskussion miteinander anfangen, müssen beide Seiten erstmal die Argumente der Gegenseite sagen. Und ich finde das ganz interessant, wir haben das mal bei der Süddeutschen gespielt. Ich habe zu vielen Sachen eine Meinung und halte damit auch nicht hinterm Berg. Und dann kam es zu Themen, die mich sehr beschäftigen. Und ich war tatsächlich nicht in der Lage zu sagen, um ein Beispiel zu nehmen, warum Menschen im Bundestag gegen die Ehe für alle gestimmt haben. Weiß ich nicht. Also ich kann mir das für mich selber gut erklären, weil ich glaube, die sind doof. Damit komme ich gut über die Runden. Ja? Aber es löst ja kein Problem, wenn ich glaube, dass jemand anders doof ist. Jetzt will ich das gar nicht auf dieser Pathos-Ebene mit Ihnen besprechen, sondern zurück auf die Ebene kommen, dass Sie ja digitale Projekte gerne machen wollen. Oder Projekte machen wollen, wo es jemanden gibt, der das nicht will. Sie alle haben in Ihrer Institution, in Ihren Arbeitszusammenhängen jemanden, der einfach doof ist. Der ist eine blöde Abteilung. Die sind jetzt zum Glück nicht hier. Deswegen sind Sie auch hier hingefahren, weil Sie jetzt mit denen heute hier nichts zu tun haben. Aber wenn Sie am Montag wiederkommen, gibt es diese doofe Abteilung, die blockieren immer nur. Da sind immer nur die Besserwisser und die machen immer nur das Blöde. Die sind dann oft nicht so cool und nicht so digital wie Sie und die wollen da nicht mitmachen. Kennen Sie die? Okay, sind Sie das selber, oder? Ja, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Es gibt immer jemanden, der eine andere Meinung hat als Sie. Und das Komische ist, dass der Ihnen total helfen kann. Oder Sie. Das ist die Idee von gemeinsamer Entwicklung. Deswegen arbeiten in Scrum-Teams Leute aus unterschiedlichen Kontexten zusammen. Deswegen arbeiten da diverse interdisziplinäre Teams. Ich möchte Sie einladen, bei allem, dass Sie hoffentlich motiviert hier rausgehen und tolle Ideen dafür haben, was sich entwickeln kann und wie Sie das fortführen, was Sie hier mitgenommen haben und pragmatische Ideen haben. Vergessen Sie nicht, dass es immer auch ein Argument für die Gegenseite geben könnte. Kurt Tucholsky wird der Satz zugeschrieben, Toleranz ist der Verdacht, dass der andere Recht haben könnte. Und ich finde das eigentlich einen sehr motivierenden Verdacht, weil das auch heißen kann, dass wir selber ein Recht haben, falsch zu liegen. Das ist die Idee und ich möchte Sie in dem Sinne inspirieren, sich selber mal zu fragen, bei welchem Thema Sie total überzeugt sind und was Ihnen total wichtig ist. Also total gut funktioniert sowas immer beim Thema Essen, wenn Sie überzeugte Fleischesser und Vegetarier im Raum haben. Die sind beide total davon überzeugt, so eine Form von Religion, dass sie auf dem richtigen Weg sind ins Paradies, beide. Und das sollen sie auch, aber es führt ja nicht dazu, dass sie beide dann sich sozusagen gegenseitig das Essen vermiesen. Und eine gute Konferenz, und damit komme ich zum Ende, basiert darauf, dass sie sich Perspektiven und Inspirationen holen, die nicht nur bestätigen, was sie vorher schon wussten. Das ist übrigens, gilt auch für Social Media übrigens. Klassischerweise liken Leute, egal in welchem Netzwerk, immer nur Sachen, auf denen eigentlich draufsteht, deine Meinung jetzt von jemand anderem gesagt. Und so, ja richtig, endlich sagt es mal jemand, das like ich jetzt mal. Also im Kern ist das der Grund, warum, das lassen wir jetzt. Also in diese Richtung weiterzudenken, nutzen Sie dieses wirklich grundlegende Privileg, versuchen Sie Ihre Meinung auch zu ändern. Das sind 12 Sachen, die Menschen tun, die meiner Meinung nach kulturpragmatisch denken. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil ich glaube, dass die Suche danach, dass jemand kommt und Ihnen sagt, das ist die Lösung für Ihr Projekt, immer eine Falle ist. Fallen Sie da bitte nicht drauf rein, dass jemand kommt und sagt, mit der Digitalisierung ist total einfach. Das kriegen wir alles hin. Es wird nicht einfach sein und Sie werden, auch wenn Sie hier motiviert rausgehen, total viele Fehler machen. Sie werden total viele Sachen falsch machen und es wird total viele Tage geben, an denen nicht so schönes Wetter ist wie hier in Frankfurt. Das ist übrigens nicht die Provinz, oder? Frankfurt ist doch das Zentrum. Von Frankfurt. Also nicht so schönes Wetter ist wie jetzt, sondern in dem es regnet, in dem es blöd ist und trotzdem bewegen Sie sich auf dem richtigen Weg. Das zeichnet meiner Meinung nach Pragmatismus aus und wenn Sie in dem Sinne etwas pragmatischer durch den Tag gehen oder durch die Konferenz gehen, würde mich das freuen und den hatten wir am Anfang kennengelernt, den Shruggy auch. Vielen herzlichen Dank.